Ja, das ist sehr gut. Wir haben jetzt schon an verschiedenen Ecken und Enden den SMV angesprochen. Grundsätzlich, jetzt du bist ja auch vom SMV selbst der Abgesandte für Drohnen, sage ich jetzt mal. Was, wenn ich als FPV-Pilot Mitglied werde eines Vereines, der im SMV dabei ist, was habe ich da für Vorteile? Bin ich, so wie das definiert ist, im also wieder das, die Medienmitteilung von Batzel besagt, der Modellflug im Rahmen von Verbänden und Organisationen kann weitgehend im bisherigen Rahmen weiterbetrieben werden. Die Grundlagen dafür werden zusammen mit dem SMV erarbeitet. Heißt das, dass wenn ich als FPV-Pilot Mitglied in einem Verein bin, der im SMV dabei ist, gelten gewisse von den Regelungen und Verschärfungen, die wir oben besprochen haben, dann nicht für mich? Ja, das kann gut sein. Es ist drin, die Ausgestaltung ist auch noch nicht klar natürlich. Also wovon ich jetzt ausgehe, zum Beispiel eben, wenn man jetzt einen Verein hat, einen Flugplatz, und in diesem Bereich, das ist dann der Machtbereich des Vereins, dort kann man dann eigentlich wie bisher eigentlich ohne Regelung weiterfliegen. Wobei natürlich auch gewisse Regeln auch da nicht gelten. Also die Registrierung ist auch in einem klassischen Vereinverband vorausgesetzt, oder zum Beispiel. Oder? Aber sonst kann man da dann relativ frei fliegen natürlich. Eine andere Frage ist noch ein bisschen, wie das mit anderen Fluggelenken gemacht wird. Also wenn ein Verein neben seiner Piste noch ein Anfluggelände hat, das er betreut, ob das dann dort auch gelten wird. Oder? Aber das ist auch noch jetzt Gegenstand der Umsetzung dieser Okay, Verordnung. spannend. Vielleicht ist es ja möglich, da einzubringen, dass ein Spotter für mehrere Piloten zählt. Das wäre schon noch gut, Ja, zum das ist natürlich das Beispiel. Sinnsache, dass das innerhalb dieses Vereins, da gelten dann gewisse Regeln. Der Verein legt sich natürlich selbst Regeln mit einem Flugreglement, und diese stellen dann eigentlich den Betrieb sicher, und er kann dann eben auch begrenzt werden auf diesen Machtbereich vom Verein. Und da merken dann eben andere Regeln in dem Sinne nicht mehr richtig nötig, oder? Okay, Ja. sehr spannend. Gibt es denn jetzt schon Vereine, die gezielt für FPV-Piloten gemacht sind, die dem SMV angehören? Genau, also es gibt jetzt verschiedene Vereine eigentlich. Also es gibt die Swiss FPV Community. Das wurde eigentlich von uns als Verein geschaffen für FPV-Piloten, die auch Lizenzen erlangen wollen etc. Wichtig ist natürlich aber grundsätzlich, dass eben die Szene von sich heraus eben wächst und sich ein bisschen formiert. Wir wollen da auch bewusst auch nicht in die Szene reingreifen, weil ich persönlich bin kein FPVler, ich habe keine Race-Drohne, ich habe eine Mavic 2, aber das ist nicht dasselbe. Aber nein, was ich eben sagen will, es bringt nichts, wenn wir jetzt vom SMV da Reglemente etc. aufstellen, ohne dass wir die Fachleute, das seid ihr, die FPV-Szene, dass ihr da mitredet. Und da müssen wir eben Leute von euch haben, die wir dann auch unterstützen können, oder? Aber ja, das eigentliche inhaltliche, oder was wollt ihr, wohin wollen wir gehen, wie wollen wir das umsetzen mit fixen Racetracks, das muss natürlich von der Szene selbst kommen, oder? Da bringt es nichts, wenn wir da was vorsetzen, oder? Also wäre der eigentlich ideale Vorgang, wenn sich Vereine bilden würden und die dann dem SMV angehören würden oder mit beitreten würden, so dass sie dann auch mitsprechen können. Ist das Genau, korrekt so? absolut, ja. Genau, da kann man eben diese Anliegen aufnehmen, umsetzen. Und das ist natürlich, es gibt auch innerhalb des klassischen Modellflugs, gibt es verschiedene Kategorien, die haben ganz andere Bedürfnisse. Teilweise kleine Kategorien, teilweise große. Man denke zum Beispiel an Flächenflieger oder Helikopter. Das ist ein Riesenunterschied eigentlich, oder? Natürlich. Verschiedene Bedürfnisse, oder? Ganz Das klar. ist eigentlich das Ähnliche bei der FPV-Szene, aber dort auch, da musst du Leute haben aus der Szene, die Szene spüren. Das ist ja immer noch mehr als nur technisches Know-how. Das sind auch wieder andere Leute, Jünger. Ich sage mal, sie kommen teilweise vielleicht auch aus dem Gaming-Bereich. Es ist auch wieder ein bisschen was anderes, auch wenn es im Großen und Ganzen sehr ähnlich ist.
Aber die Unterschiede sind es dann eben, die etwas ausmachen. Und da muss ein bisschen natürlich Effort kommen, auch von der Szene. Und, ja. Und da kann man natürlich als Verband kann man dann eben die Weltmeisterschaften unterstützen. Man kann dann, oder die Szene trägt ihre eigene Schweizer Meisterschaft aus. Die Rahmenbedingungen können wir dann schaffen, oder? Mhm. Aber das eigentliche Organisieren etc. muss dann halt auch von der Szene kommen, oder? Ja. Wir können auch Hilfestellung leisten. Der Verband ist ja nicht, es stellt schon Regeln auf, aber die eigentliche Umsetzung, da ist man, auch innerhalb ist man in der Sparte relativ dann frei, die muss dann schon genehmigt werden, aber wichtig ist eben, dass das den Bedürfnissen der Sparte entspricht, oder? Mhm. Und dass nur Leute machen, die eben diese Sparte, sage ich jetzt mal, sind, oder? Ja, macht Sinn. Wir möchten ja eigentlich auch nicht von außen reguliert werden, sondern selbst sagen können, wie es sein soll. Also dann sollten wir vielleicht etwas dafür tun. Wenn ich jetzt einen Verein habe, also einen Verein gründen kann in der Schweiz, jeder Verein gründen hat wahrscheinlich jeder in der Schule gelernt, ist etwas wirklich äußerst Einfaches in der Schweiz grundsätzlich. Es ist ja bekannt, dass in der Schweiz gibt es fast mehr Vereine als Menschen. Wenn ich jetzt einen Verein habe und dem SMV beitreten möchte, was mache ich dann? Ja, also man gründet natürlich eben diesen Verein, also es braucht eigentlich gesetzlich zwei Personen, es müssen gewisse Positionen besetzt sein, also ein Präsident, ein Aktuar, ein Kassier und müssen gewisse Mindestmitgliederzahlen da sein, je nach Regionalverband. Kann das 10 Personen sein. Und dann ist der Verein eigentlich gegründet. Und dann ist ja so, dass der Schweizerische Modellflugverband eben in Regionen aufgeteilt ist. Und der Verein stellt dann eigentlich ein Beitrittsgesuch bei der zuständigen Region, oder? Also, das ist eigentlich der Standardvorgang. Okay. Also, und mit der Aufnahme in diese Region ist dann eigentlich der Beitritt dem Gesamtverband getätigt. Gleichzeitig eben auch, also das muss dann auch in den Vereinsstatuten drin sein, ist dann auch die Aufnahme beim Aeroclub der Schweiz drin. Mhm. Und das ist eigentlich alles, oder? Okay, also der SMV ist das Dachgebilde und darunter hat das Regionale, die RMV. Und man kann als Verein nicht Mitglied vom SMV direkt werden, sondern man wird vom lokalen RMV-Mitglied, der für seine Region zuständig ist. Genau, das ist eigentlich der Grundsatz. Es ist auch so, dass natürlich zum Beispiel jetzt der SMV-Vorstand, der kann dem einzelnen Verein keine Vorschriften machen und man könnte höchstens dem ausschließen, aber eigentlich ist so aufgebaut, dass der Verein relativ autonom sich organisiert, gewisse Verbandsregeln natürlich akzeptiert, aber dann eigentlich unabhängig ist. Das ist natürlich auch ein bisschen historisch gewachsen, weil eben wir ja auf die Modellflugplätze angewiesen sind oder vielleicht zum Beispiel die Racetracks. Da muss natürlich der Verein hat natürlich eigentlich auch die Hauptverantwortung über diesen Platz und der Verband, der sorgt dann für übergeordnete Interessen, dass eben der Verein dann das Hobby auch gut ausüben kann etc. Und kann dort Hilfeleistungen stellen, also eben es gibt dann also Förderbeiträge oder eben zum Beispiel die Weltmeisterschaften, wo Transportreisekosten bezahlt werden etc. Aber das ist grundsätzlich auch das Schöne, dass dann halt eben der Verein dass das eigentlich das ist, was lebt. Oder? Das ist das Gebilde oben dran ist dann auch die Hilfestellung für den eigentlichen Verein. Oder? Okay, sehr gut. Dann können wir nur hoffen, dass sich möglichst viele Vereine dem anschließen und anfangen mitzusprechen und mitzuleiten, wo das hingehen soll. Für uns selbst. Absolut, ja. Also eben, wir haben ja jetzt eigentlich mit der Swiss Drone League haben wir ja eigentlich einen guten Partner gefunden. Das ist eine bestehende Renserie, die in der Szene, soweit ich das überblicken kann, akzeptiert ist. Und das ist sicher ein guter Ausgangspunkt, genau für Qualifikationen für Schweizer Meisterschaften. Man hat etwas, das besteht, das akzeptiert ist und darauf kann man aufbauen. Und ich bin da persönlich sehr froh, dass es geklappt und ich freue mich natürlich, wenn sich viele FBVler für uns interessieren. Und wie gesagt, also es gibt viele Punkte, wo wirklich von Vorteil sind, Versicherungen, Rechtsschutz bei Problemen etc., wo natürlich heutzutage nicht unterschätzt werden darf. Es wird immer als komplizierter. So Einzelaktionen, die sind immer mehr, sind die nicht von Erfolg gekrönt. Oder? Man muss ein besseres Auftreten haben. Und dann erreicht man einfach mehr. Ja. Und wenn jetzt halt irgendwo
drei, ich sage jetzt mal drei Tronisten dann irgendwo auf die Gemeinde gehen, ist das halt ganz was anderes, als wenn du einen Verband am Rücken hast. Oder? Ja. Und das muss man sich schon überlegen, eben mit diesen fixen Racetracks, dass man irgendwo dann fixe Tracks einrichten könnte, oder die von dieser Szene benutzt werden können. Das kannst du nicht alleine, oder? Ja. Das sind solche Gedanken, die man sich ja auch in der Szene machen muss. Wie geht das weiter? Was wollen wir in 10 Jahren, oder? Mhm. Oder? Das sind so Gedanken, da muss man sich einfach mal hinsetzen und weiterschauen. Oder? Da kann der Verband natürlich schon viel Hilfestellung leisten, ja. Vielleicht noch ganz kurz zu den, wann geht das weiter? Erfahren wir etwas Neues mit diesen Regulierungen? Denn im Moment ist das, ja. Ja, also grundsätzlich sind die Fristen eigentlich gesetzt. Das ist eben eigentlich Juni 2020. Und ich gehe natürlich davon aus, dass bis dahin sicher bezüglich den Registrierungen und diesem Online-Test sicher etwas beschlossen worden ist von der zuständigen Behörde. Und wir werden natürlich seitens des SMV informieren über den Fortgang. Ich möchte auch auf unsere Homepage verweisen, da sind wir eigentlich immer sehr aktuell, gibt es Updates, wo man den Stand eigentlich nachverfolgen kann, oder? Ich werde sicher all die Dinge, die wir angesprochen haben, unten am Video entsprechend verlinken. Okay, super. Super. Ja, vielen, vielen Dank und weiterhin noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wir fliegen, oder? Ja, ich war vorhin schon mal kurz. Dann kommst du endlich mal in eine FPV-Brille. Es wird Zeit, glaube ich. Ich sehe das. Super. Vielen Dank. Danke dir, Marc. Tschüss. Ciao.